Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen damit zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal. Die Vlogs sind hiermit endlich zurück. Ich versuche jetzt wöchentlich ein Video hochzuladen. Wir sind gerade auf dem Weg zu den Josefsthaler Wasserfällen, um da ein bisschen zu shooten. Das ist so ein kleiner, jetzt vielleicht noch 8-minütiger Lauf. Und dann sind wir bei den Wasserfällen. Hier hört man schon einen Bach rauschen. Ich hoffe mal, ohne Mikro geht das auch. Ich bin mit Simon hier. Ihr kennt vielleicht manche aus meinen Fehmarn-Vlogs, die ich alle wieder offline gestellt habe. Aber sie waren mal online. Ich würde sagen, schauen wir mal, was für Shots wir jetzt hier zu bekommen. Ich habe so Klamotten geschickt bekommen von einer Marke, die mich auf Instagram angeschrieben hat. Unfriendly Clothing heißt die. Und da machen wir jetzt ein paar Fotos heute damit. Leute, ich habe hier mein Handy, das habe ich zu meinem 18. Geburtstag bekommen. Da mache ich auch mal jetzt mal ein paar Fotos damit. Schauen wir mal, was alles so das iPhone 11 drauf hat. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal ein paar Cinematics, wie wir hier ein bisschen shooten. Einen Linsenwechsel, jetzt geht es zu 56 mm. Jetzt werden ein paar Porträtaufnahmen gemacht und ein paar Shots von der Natur hier. Die blende ich euch ein und dann geht der Vlog weiter. So Leute, das war das erste Fotovideo, was jetzt endlich mal auf meinem Kanal online kam. Das war bis jetzt einfach nur immer Flipping. Jetzt mal hier ein Fotovideo oder Fotografievideo, was heißt Fotovideo? Hört sich nicht so gut an. Hinter uns ist der Wasserfall und wir versuchen jetzt oben auf den oberen Teil des Wasserfalls zu kommen, um da noch mal ein paar Fotos zu machen. Wir sind angekommen, dort vorne sieht man so die Kante und wir packen jetzt noch mal die Drohne aus und fliegen von oben den Wasserfall runter. Schauen wir mal, was das für so einen Shot gibt. Also den Shot habt ihr wahrscheinlich schon davor gesehen, weil ich die ganzen Drohnen-Shots zusammenpacke. Aber ja, schauen wir trotzdem mal. So Leute, jetzt geht's hier erstmal schön den Hang runter. Und wir haben es geschafft, oben drauf auf den Wasserfall raufzukommen. Boah, es geht steil runter hier. Wir haben noch einen Drohnen-Shot gemacht von oben runter. Der sieht richtig geil aus. Also das Ganze muss natürlich noch gecolor-graded werden, weil ohne Color-Grading sah der jetzt nicht ganz so nice aus auf dem Handy. Aber ich denke mal, der Shot ist trotzdem gut geworden. Wir werden uns auf jeden Fall wieder ins Auto setzen und fahren dann mal weiter zum Tegernsee. Und ich glaube, es ist der Tegernsee. Ich bin mir nicht sicher. Wenn es jetzt ein anderer See ist, habe ich vorhin was Falsches gesagt. Und fahren dann dort mal hin und gehen vielleicht einfach sogar mal baden. Ist das heiß? Bene! So, wir haben jetzt das Auto irgendwo oben auf einem Parkplatz abgestellt. Haben auch gerade eben noch was gegessen, was wir uns beim Aldi geholt haben. Jetzt sind wir hier am Tegernsee. Sieht richtig schön hier aus. Die Drohne wird jetzt wieder in die Lüfte erhoben. Ich laber Dreck. Ja, auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich gleich mal in den See springen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Es ist sehr kalt, das Wasser. Aber es sollten so... Ich spring da rein. Ja, es sollten so 6, 7 Grad schon sein, hoffentlich. Dann sollte das irgendwie noch passen. Ich habe ein Handtuch, dann bin ich wieder aufgewärmt danach. Sollte schon passen. Auf jeden Fall lassen wir jetzt erstmal wieder die Drohne steigen.
mich doch, ist das kalt. Scheiße, das sind keine 6 Grad. Natürlich gehst du, jetzt hast du auf große Eier gemacht, jetzt gehst du da auch rein. Boah, Digga. Ha, nix, wieder raus, wieder rein, ich schubst dich sonst rein. Bin es verrückt. Jetzt springen. Das ist so eiskalt. Spring rein. Ich sag's euch. Und geh gerade immer tiefer. Ich mag nicht, wenn meine Eier da ankommen. Das wird die schlimmste Stelle sein. Rein, Mann. Eins. Und rein. Du Pussy. Digga, chill mal. Warte, du kannst irgendwann runterziehen. Aber jetzt noch nicht. 3, 2, 1. So, ich war jetzt gerade im See baden, es war wirklich eiskalt und ja, wir machen uns jetzt auf dem Rückweg wieder nach Hause. Wir haben ein paar richtig geile Shots aufgenommen. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr die Fotos sehen wollt, geht auf meinen Instagram-Account. Ich habe die zwar jetzt auch eingeblendet, aber dann seht ihr sie noch mal länger. Geht auf meinen Instagram-Account, auch heißt da auch Bene Filmt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, haut rein!